Ich erkläre eine Extremwertaufgabe zu dieser gebrochenrationalen Funktion. Erst die Skizze, also erstens mal so eine Skizze von der Funktion, wie schaut die aus? Gut, die Nullstellen sind ja der Zähler und 8 ist ungleich 0, keine Nullstelle. Die Lücken sind der Nenner, x² plus 2 gleich 0, gibt auch keine Lücken. Keine Senkrechte, Asymptote, keine Nullstelle. Wenn ich hier Limes x gegen plus minus unendlich f von x mache, kommt 0 raus, weil ja der Nennergrad größer als der Zählergrad ist. Und es ist symmetrisch, ja, und zwar achsensymmetrisch. Das sehe ich auch an dem Quadrat. Und interessant ist, wenn ich 0 einsetze, f von 0 ist 4. Und mit diesen Infos könnte ich ahnen, das ist jetzt nicht so einfach, könnte ich ahnen, wie der Graph der Funktion ausschaut. Nämlich, so, lass mich rein. So, da bin ich. So, ja, also, keine Nullstelle, Symmetrie und so weiter. Jo. Also eine etwas besondere gebrochen-rationale Funktion. Gut, und jetzt kommt die Extremwertaufgabe. Es gibt hier einen Punkt P und dann soll dieses Dreieck maximal werden. So, alles. Und das P, diesen P kann ich verschieben. Ja, den kann ich hier so hin und her verschieben. Und dann verschiedenste Dreiecke und das soll maximal werden. So ein typisches Ding. Ich brauche, weil die Fläche maximal werden soll, eine Flächenfunktion. Also A von x gleich, naja, Länge mal Breite. Dünnerer Stift. Gut. A von x ist Länge mal Breite und das ist ja so ein Standardding. Wenn ich hier x nehme, ist das hier mein f von x. Nee, nicht Länge, ist ein Dreieck. Also lieber 1/2 mal Grundlinie mal Höhe. Das heißt a von x gleich 1/2. Als Grundlinie nehme ich dieses x mal x. Als Höhe nehme ich das f von x. Mal f von x gleich. Also na, sauber. So. 1/2 mal 8 durch x² plus 2 mal x. Gut, wo ist die Fläche? Also die Fläche hat jetzt hier, das ist die Fläche. Die Fläche soll maximal werden, also leite ich die Fläche ab und suche die Nullstellen. Und schreibe es ein bisschen schöner hin. Erstmal ist 1/2 mal 8, also 4. 4 durch. Und oben das nach oben, 4x durch x² plus 2, jetzt a', Natz minus Zahn. Nenner mal abgeleiteter Zähler, x² plus 2 mal 4, minus Zähler, 4x mal abgeleiteter Nenner, das ist 2x, durch x² plus 2 Quadrat ist gleich, bisschen schöner machen, so, da habe ich 4x² plus 8 minus 8x² durch das Quadrat. 4x² minus 8x² ist minus, also Strich von x gleich minus 4x² plus 8 durch Quadrat. Und das setze ich 0 um raus mit Max Terrasse. So. Beim Bruch langt es ja, den Zähler 0 zu setzen, also minus 4x² plus 8 gleich 0, 4x² gleich 8, x, also dann x² ist 4, x ist dann plus oder minus Wurzel 2. Gut. Um die Fläche zu bestimmen, mache ich jetzt, plus Wurzel 2 ist das, was ich brauche, muss ich a von Wurzel 2 rechnen. Und dann bekomme ich die maximale Fläche und die Frage ist ja, ist das jetzt Min, Max oder eine Terrasse? Das heißt, entweder in die zweite Ableitung einsetzen oder eine Monotonietabelle machen. Moment, so ist hier Platz noch. Monotonietabelle. Also ich habe hier minus Wurzel 2 und x kleiner minus Wurzel 2. Nee, anders. Minus Wurzel 2 kleiner x kleiner Wurzel 2 und x gleich Wurzel 2 und x größer Wurzel 2. Der Teil da hinten interessiert mich ja nicht so. Yep. Naja, jetzt mache ich es vollständig. X kleiner minus Wurzel 2. So.
Gut, ich könnte auch sagen, ich habe die Skizze gemacht. Nee, das ist ja nicht die Skizze der Flächenfunktion. Also, nee, ich brauche das. Das hilft nichts. Also F'F. Gut, die Ableitung hier ist 0. Das wissen wir. Und dann muss ich hier irgendwas einsetzen. Zum Beispiel setze ich hier ein A' von 0. Ja. Und wenn ich das einsetze, A' von 0 unten ist positiv. Plus. Und dann A, hier, da setze ich jetzt ein A' von 10. Irgendwas, was größer Wurzel 2 ist. Und stell fest, das ist negativ und dann weiß ich, hier steigt es, hier ist flach, hier fällt es und damit habe ich hier ein Maximum und ich habe nicht aus Versehen eine minimale Fläche berechnet an einer Stelle, wo ich eigentlich eine maximale Fläche hätte haben wollen. Genau, und was mir noch fehlt, ist eigentlich hier die Fläche. Da bin ich jetzt zu bequem, das wirklich auszurechnen. Einfach in A von Ding einsetzen. Also A von Wurzel 2, nicht A Strich, sondern A. Mal A gibt mir dann meine Fläche und A Strich gibt mir Min-Max-Steigung. Ja, gut, und das war das Dreieck. Ah, Wurzel 2, jetzt interessiert es mich ein bisschen. So ungefähr bei 1,4, ungefähr hier.